Hallo zusammen, hier ist wieder Deutschler und heute wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute so einen kleinen Hinweis geben. Und zwar wurden die Ruftokens auf Mechagon genervt auf dem PTR zu Patch 8.3. Was heißt das für uns? Ihr solltet am besten diese Ruftoken vor 8.3 einsetzen, beziehungsweise wenn ihr dann noch Ruf farmen wollt und das über diese Ruftoken machen wollt, solltet ihr das vor 8.3 machen. Um welche Ruftoken handelt es sich genau und wo bekommen wir die her? Und zwar handelt es sich hier um die Rossbolzen-Widerstandsinsignie und die bringt uns 100 Ruf beim Rossbolzen-Widerstand. Diese können wir beim Pascal bauen und zwar funktioniert es folgendermaßen: Für diese Insignie brauchen wir erstmal ja, eine Kiste mit Ersatzteilen, das sind quasi 250 von den kleinen Ersatzteilen und die wiederum können wir in ganz Mechagon farmen und wer sie dauerfarmen will, kann das hier bei den Elite-Mobs mit einer Gruppe machen, da geht das relativ fix. Wenn wir uns die erfarmt haben, und ihr seht, ich habe einige im Inventar, das sind 153, die ich jetzt hier im Inventar habe, können wir diese einsetzen und auch wenn wir ehrfürchtig sind, quasi können wir die weiter einsetzen, um dementsprechend, wie ich das jetzt zum Beispiel mache, mehr von den Rossbolzen-Vorräten zu bekommen, also von der Paragon-Kiste, wo unter anderem dann eine ja, Legendary-Essenz drin sein kann, bei mir als Tank von der Nullifikationsbarriere, beziehungsweise ist DD und Heiler heißen die halt anders, aber wenn man alle Legendary-Essenzen haben möchte, dann kommt man an dieser Paragon-Kiste nicht vorbei. Heißt, über diese Rufinsignie hat man quasi einen Endlos-Vorrat, wo man Ruf für solche Paragon-Kisten farmen kann. Diese sind zeitgleich auch Battle.net-Account gebunden, sprich man kann damit auch Twinks versorgen und mit Twinks den Ruf hochballern, um eventuell Essenzen zu bekommen, die man ja auch hier bei der Ruffraktion bekommt. Was hat jetzt Blizzard auf dem PTR geändert, beziehungsweise was wird im Patch 8.3 anders sein? Da können wir einmal reingucken. Wir sind jetzt einmal rüber geswitcht zum PTR und hier habe ich mir jetzt auch solche Rufinsignien hergestellt und ihr seht, sie haben da einen Absatz dazugefügt bis maximal zu einem ehrfürchtigen Ruf. Heißt, wenn ihr jetzt ehrfürchtig seid und eure Paragon-Kisten hochballern wollt, dann geht es nicht. Wenn ich die jetzt einsetzen will, steht hier dran, ihr könnt nicht noch mehr Rufe erhalten, quasi geht nicht. Also ich kann quasi dieses Ruftoken nicht mehr für die Paragon-Kiste einsetzen, was auf dem Live-Server noch geht. Wenn ich jetzt hier mal drauf drücke, zack, kriege ich Ruf, obwohl ich hier natürlich schon lange ehrfürchtig bin. Wenn wir jetzt hier mal reingucken, Rossbolzenwiderstand, das ist ein Addon, das das hier so blau anzeigt, das ist quasi die Leiste nochmal für die Paragon-Ruf-Fraktion, wo man dann die Kisten kriegt. Ist natürlich eine Sache, die relativ schade ist. Warum macht Blizzard sowas? Viele Leute wollten über diese Ruftoken quasi Ruf vorpoolen und für die, wenn man die quasi abgibt, die 10.000 Ruf, um die Paragon-Kiste zu kriegen, kriegt man nicht nur die Kiste, sondern kriegt noch ein bisschen Gold, was irrelevant ist, aber man bekommt auch Artefakt-Power und dann natürlich, dass das Artefakt-Power-Cap wieder angehoben wird mit dem nächsten großen Patch, kann man sich einen Haufen Artefakt-Power vorpoolen hiermit quasi und das will Blizzard halt unterbinden und deswegen haben sie ja diesen Ruf über ehrfürchtig hinaus begrenzt. Es kann natürlich sein, dass sie nach dem Anfang das wieder rausnehmen. Wissen tut man es leider nicht. Ich schätze, das bleibt endgültig so. Deswegen, wenn ihr für Paragon-Kisten die Tokens nutzen wollt, dann macht das jetzt noch und wartet nicht, bis es genervt ist, sonst ihr habt einen Haufen Tokens und könnt nichts damit anfangen. Genau, das war soweit die Info. Falls ihr euch jetzt fragt, hey, ich habe dieses Rezept gar nicht, das bekommt man wiederum aus der Paragon-Kiste raus. Also heißt, ihr müsst erstmal ehrfürchtig spielen, die Paragon-Kiste einmal 10.000 spielen und Glück haben, dass ihr das Rezept rauskriegt, soweit ich noch weiß, wie ich es da rausbekomme. Genau, das war soweit das Video. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich weiterhelfen. Sollte es der Fall sein, würde ich mich über eine positive Bewertung freuen. Sonst wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.